Ich besorge mir heute die stärkste OP-Rüstung und einen Beacon, mit dem ich dann teste, ob ich einen Raid sogar auf K gewinnen kann. Und als erstes muss ich zu einem Nether Fortress, wo ich Witherköpfe farmen werde. Nice, da ist doch schon einer, also brauche ich nur noch den zweiten und den dritten. Und weil ich mittlerweile alle gesammelt habe, kann ich mich auf den Weg ins End machen, wo ich den Wither besiegen werde. Da fühle ich mich ja schon fast unsterblich. Und damit haben wir also den Nether Star, aber noch nicht die Eisenblöcke für den Beacon. Und bevor ich jetzt eine richtig krasse Eisenfarm bauen werde, muss ich erstmal nachschauen, ob es in diesem Dorf noch ein paar Villager gibt und die dann auf die Insel dort vorne entführen. Und hier haben wir auch schon zwei Villager, die ich natürlich direkt einsperren kann. Also wäre das erstmal geschafft. Das heißt, wir können uns mit der Wolle, die wir in der letzten Folge gefarmt haben, ein paar Betten craften und den Breeder für die Villager vergrößern. Was jetzt geschafft wäre, also kann ich damit die Villager endlich freilassen, die Betten platzieren und ein bisschen Brot an die Villager verteilen. Und schon können sie anfangen, sich zu vermehren. Und jetzt, wo der Fortbestand der Villager in diesem Dorf garantiert ist, kann ich ein paar davon mitnehmen. Also packe ich 4 davon in Boote, muss sie nur noch von dem Rest abkapseln und diese 4 Villager müssen jetzt dort vorne auf die Insel, wo die Trading Hall letztendlich hinkommen wird. Und damit das überhaupt gelingen kann, brauche ich den perfekten Pfad, wo ich die Villager einen nach dem anderen mit dem Boot langfahren werde. Also darf ich mich jetzt erstmal hier langbauen. Und damit bin ich auf der Insel angekommen. Das einzige Problem ist, dass diese Netherrack-Strecke sehr lange ist und ich habe keinen Bock, jeden Villager einzeln mit einem Boot rüber zu schleppen. Das heißt, ich würde sagen, ich töte einfach mal ein paar Eisengolems. Und 48 Eisen reicht hoffentlich aus, weil ich mir damit 4 Minecarts und einen weiteren Stack Schienen craften kann. Also werde ich vorerst die 4 auserwählten Villager rausholen. Und sobald ich sie dann alle bis zur Netherrack-Strecke gebracht habe, werde ich sie hier einsperren, die Rails platzieren und hier eine Art Kapsel hinbauen, damit die Villager nicht von der Strecke runterfallen. Weshalb ich es jetzt einen nach dem anderen rausholen und in die Minecarts stecken kann. Oder sie laufen einfach in ein Boot. Ja, krass, Digga. Okay, also schlimmer hätte es nicht laufen können. Jetzt sind alle frei und manche davon haben Schaden bekommen. Kann jetzt bitte einer? Kann jetzt bitte einer? Kann jetzt bitte einer? Zu dem Zeitpunkt habe ich echt hinterfragt, ob ich es überhaupt schaffen würde, die Eisenfarm und die Trading Hall zu bauen. Aber dann passierte das hier. Und damit ist er jetzt endlich reingelaufen. Also werde ich ihn zuerst in den Gang quetschen und danach ins Minecart packen, was auf jeden Fall funktioniert hat. Und damit ist heute endlich der dritte und der vierte drin. Und während diese Villager jetzt in dieser Kapsel rumgammeln, werde ich wieder die Gleise nach vorne platzieren, alle nach vorne schubsen, wieder einbauen und das Ganze so lange wiederholen, bis sie dann endlich auf der Insel sind. Und damit sind alle 4 Villager auf dieser Insel ungefähr in der Mitte gefangen. Das heißt, ich könnte als nächstes den Villager Breeder bauen, aber mache ich noch nicht, weil ich ja dafür graben muss und dafür am besten ein Beacon wäre. Also kann ich mich auf den Weg ins Dorf machen. Denn als nächstes brauche ich ja, wie gesagt, eine Eisenfarm und 4 Villager sind ja schon da hinten auf der Insel. Das heißt, die restlichen Villager hier kann ich noch ein bisschen vermehren und sobald ich dann die ganzen Items für die Eisenfarm habe, werde ich sie ungefähr hier ins Dorf bauen und 200 Glas stehen als erstes auf meiner Liste. Und hier vorne haben wir zum Glück einen Berg, den ich natürlich einfach komplett abreißen werde. Jetzt habe ich auf jeden Fall mehr als genug. Also muss ich das Ganze nur noch durchschmelzen. Damit wäre das auch sozusagen erledigt und als nächstes muss ich 146 Obsidian sammeln. Und die beste Obsidianquelle ist natürlich ein Obsidian-Tower. Damit haben wir zwar das ganze Obsidian endlich gefarmt, aber ich hasse mein Leben und Obsidian umso mehr. Aber das heißt, dass ich jetzt endlich wieder nach Hause kann, wo ich jetzt erstmal noch auf das Glas warten muss. Und das heißt, dass ich endlich mit der Farm anfangen kann. Und alles, was mir jetzt noch fehlt, ist es 2 Zombies und insgesamt 12 Villager in diese ganze Konstruktion reinzuballern. Und hier vorne haben wir auch schon einen. Und mit dieser Trapdoor ist er endlich drin. Also kann ich mich um die andere Seite kümmern. Hier ist auch direkt noch ein Zombie, sogar mit einer Schaufel. Nice. Und der donnert aber auch mal wirklich heftig Damage. Hat es jetzt aber auch endlich reingeschafft. Und da ist aber ein Zombie-Raid. Ja, auf den habe ich gerade irgendwie keinen Bock. Und das Letzte, was jetzt noch fehlt, ist ein Dach über dem Zombie. Aber auch natürlich beim anderen. Und damit er ja nicht umgebracht wird, baue ich ihn erstmal komplett ein. Und jetzt muss ich erstmal die ganzen Zombies besiegen. Was damit auch geschafft wäre. Heißt, ich muss jetzt die Villager in die Farmen reinboxen. Und das Ganze mache ich, indem ich einfach nur einen Weg zu den Brutstätten baue, wo sie bis ans Ende ihres Lebens, was in Minecraft zum Glück nicht stattfindet, nach Hilfe schreien werden. Und als nächstes muss ich nur noch die Betten abbauen, weshalb die Villager direkt die Betten dort oben sehen und freiwillig dort reingehen. Also baue ich jetzt die restlichen 2 Treppen fertig, aber muss jetzt erstmal auf die Nacht warten und kann jetzt wieder den Kasten und die Betten abbauen. Und schon laufen die Villager automatisch in ihre ganz persönliche Gefängniszelle. Und das einzige Problem ist, die fallen nicht... Ja, okay, die fallen doch irgendwie automatisch ins Loch. Echt, ich könnte sie so fett wegboxen. Alter, wieso will der Villager auf diese... Ah, mein Gott. Ich baue jetzt einfach die Slabs ab und hoffe aufs Beste. Und damit ist dieser Kasten abgeschlossen. Also kann ich wieder die nächsten 3 Betten abbauen. In diesem Kasten ist immer noch kein Villager. Dort sind jetzt aber mittlerweile 2 drin. Das heißt, ich hoffe, ich schaffe es in dieser Nacht. Wenigstens sind es jetzt hier einfach 3 weitere Villager. Aber in dem Kasten dort hinten fehlt einfach noch ein einziger. Oh mein Gott, der Fletcher läuft jetzt auch in den letzten Kasten. Das heißt, ich muss jetzt nur noch sicherstellen, dass die Villager nicht wieder rausrennen. Und das wird echt knapp.
Also erstmal den Kasten zubauen und dann die Slab vom Fletcher abbauen. Okay, damit ist es jetzt Tag. Hier sind drei Villager, da sind drei Villager, hier sind drei Villager, da sind drei Villager. Und das heißt, dass diese Eisenfarm, abgesehen davon, dass ich das hier zum Beispiel noch reparieren muss, eigentlich fertig wäre. Aber wie ihr seht, ist da ein Zombie drin. Und da leider nicht mehr, weil ich tatsächlich einfach vergessen habe, den Nametag auf den Zombie drauf zu machen, während der hier eine Schaufel hatte, weshalb er nicht despawned ist. Heißt, ich darf jetzt auf eine dritte Nacht warten. Und dann muss ich nur noch den Teil im Nether bauen und dann sind wir endlich fertig. Ich kann echt nur noch hoffen, dass mit ihm nichts passieren wird. Nice. Also nur noch zubauen und der ganze Müll hier muss auch noch weg. Damit kann ich also endlich in den Nether, wo das Portal erstmal breiter gemacht werden muss. Und dann muss ich noch die ganzen Blöcke drumherum zerstören. Einen Glaskasten bauen, Trapdoors platzieren und jetzt fehlen nur noch die Chests, aber auch noch 9 Hopper, die ich leider bis jetzt noch nicht habe. Diese 4 sollten aber ausreichen, weil die Eisengolems nicht hier durchfallen können. Also muss ich den Kasten nur noch zubauen und auf die Rückseite müssen Zäune. Und als nächstes brauche ich nur noch ein Netherportal, um wieder in die Overworld zu kommen. Damit fehlen auf dieser Farm nur noch die Slabs auf den Portalen. Dann muss ich das Ganze nur noch anzünden und kann endlich die Zombies, die spawnen. Hä? Wie ist das möglich? Der hatte doch eine Schaufel. Alter, und jetzt ist der Zombie gestorben, obwohl ich hier gerade eben erst einen reingepackt habe. Okay, beide Zombies sind jetzt endlich getrappt und bevor ich es vergesse, muss ich ihn unbedingt benennen. Ich hoffe nur wirklich, dass das auch mit einem Nametag geht, was noch gar keinen Namen hat. Sonst werde ich einfach innerlich sterben und das geht tatsächlich nicht. Und das heißt, obwohl diese Eisenfarm schon fertig ist, die mir einfach Eisen im 4-stelligen Bereich pro Stunde produzieren wird, muss ich jetzt genug Eisen sammeln, bis ich einen Amboss habe. Und 35 Eisen sollte, soweit ich weiß, ja, endlich mehr als genug sein. Das heißt, jetzt muss ich beten, dass der Zombie in der Zeit, wo ich das Nametag benenne, nicht despawnt. Ich hasse dich. Ich habe mir hier oben jetzt auch noch einen AFK-Spot hingebaut und gerade eben schon mehrere Eisengolems gesehen, die natürlich direkt in den Nether gewandert sind. Das heißt, die Farm funktioniert und ich zocke jetzt erstmal ein paar Runden Valorant. Ihr seht, dass sich die Gegend ein bisschen verändert und das aus dem Grund, dass die Eisenfarm, obwohl ich sie nach dem Tutorial gebaut habe, ein bisschen zu tief war. Und das heißt, ich muss nachschauen, ob ich mittlerweile genug Eisen habe. Wow, das ist auf jeden Fall so einiges an Eisen. Jetzt muss ich das aber erstmal umcraften, um herauszufinden, wie viele Eisenblöcke das sind. Alles klar, das sind genug Blöcke für den Beacon und jetzt fehlt nur noch der Beacon selbst. Und ich sollte eigentlich noch ein bisschen extra Glas und auch vor allem hier mein Obsidian übrig haben. Also fehlt nur noch der Netherstar und damit kann ich endlich den Beacon craften. Also muss ich als nächstes wieder zur Insel zurück, die ich begradigen werde, sobald ich den Beacon platziert habe. Nice. Und als letztes muss ich nur noch Haste 2 auswählen. Alles klar, passt perfekt. Also heißt das, dass ich endlich anfangen kann, die Insel zu begradigen und richtig viel Erde zu platzieren. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich eigentlich wirklich sehr zufrieden damit. Das hier sind die letzten 1,5 Stacks Dirt, die ich noch habe. Und dann kann ich außerdem noch diese 9 Grasblöcke platzieren, damit sich das Gras schneller verteilt. Das hier ist ungefähr die Mitte. Also werde ich mich an dieser Stelle untergraben und dann jeweils 4 Gänge in alle Richtungen graben. Sobald das Ganze geschafft ist, werden jeweils 2 Villager-Reihen auf jede Seite kommen, sodass ich 8 verschiedene Reihen habe. Und in jeder Reihe ist dann immer nur ein Typ eines Villagers. Das heißt, hier sind dann zum Beispiel Weaponsmiths und währenddessen auf der anderen Seite Farmer. Damit kann ich nämlich sicherstellen, dass ich nicht irgendwo so hier hinlaufen muss, bis ich bei Farmern bin, sondern dann stattdessen direkt die Karotten verkaufen kann. Das einzige Problem ist, dass ich keine Ahnung habe, wie tief ich mich runtergraben muss. Und deshalb werde ich an mehrere Stellen im Meer hingehen und checken, wie tief das Ganze ist. Aber bevor ich das Ganze starte, werde ich ungefähr hier einen Villager-Breeder hinbauen, bei dem ich mit einem Knopfdruck einfach so die Villager in diese Reihen hier mit einem Minecart transportieren kann. Und das Letzte, was mir dann noch fehlt, ist es, an diese Stelle hier eine geheime Tür hinzubauen, die so geheim ist, dass niemand auf die Idee kommen wird, dass hier Villager gefangen sind. Ach ja, bei 2000 Likes stelle ich das hier einfach als Kanalbanner ein. Und als erstes muss ich, wie gesagt, die Tiefe des Meeres messen. Und wenn ich einfach mal runterschwimme, dann kommen wir auf Höhe 47 an. Und an dieser Stelle ist es Höhe 48 und hier ist es auch Höhe 48. Und hier ist es Höhe 47. Also werde ich mich bis Höhe 40 runtergraben. Aber vorher kommt noch der Breeder. Ich habe jetzt so eine gute halbe Stunde lang den Villager-Breeder gebaut, aber statt euch zu zeigen, wie ich ihn gebaut habe, zeige ich euch lieber einfach, wie er funktioniert. Ja, das Design ist auf jeden Fall bescheuert. Hier gibt es 4 verschiedene Räume, wo immer Villager drin rumgammeln werden. Und wenn sie kleine Kinder produzieren, dann versuchen diese kleinen Kinder auf den Betten rumzuspringen, fallen hier runter, landen hier drin, fallen nochmal runter. Es ist viel zu überkompliziert, fallen nochmal runter. Und solange sie hier ein kleines Kind sind, passiert nichts. Aber sobald sie groß sind, kommen sie ins Wasser, schwimmen hoch und landen dann hier. Und hier hinten gammelt währenddessen ein Dispenser rum, den man jederzeit triggern kann, sodass ein Villager rausgefischt wird. Und das Ganze wird dafür sorgen, dass ich mit einem Knopfdruck die Villager von hier aus dieser Höhle einfach rein in die Trading Hall bekommen kann und sie direkt an den richtigen Plätzen landen. Ich habe nämlich wirklich keinen Bock, die Villager immer einzeln mit dem Minecart oder dem Boot hin und her zu fahren. Kleiner Spoiler, ich werde sie doch einzeln mit dem Minecart hin und her fahren müssen. Und bevor ich mich jetzt endlich runtergraben kann, will ich noch meine Diaspitzhacke mit Netherite verbessern, damit das Ganze ein bisschen schneller läuft. Also kann ich jetzt aber endlich anfangen.
das hier ist genau perfekt die Mitte. Und das heißt, in alle vier Richtungen von hier aus kommt später ein Gang hin. Aber für den Anfang reicht auch einer. Also muss ich mich hier nur noch entlang graben. Und jetzt, wo das Ganze fertig ist, muss ich nur noch die Einkerbungen für die Villager fertig machen. Und dann kommt auch noch in jedes Loch ein Pisten rein. Und als nächstes muss ich mich unter die Platte graben, wo das ganze Redstone hinkommt. Und die Schalter sind natürlich auch sehr wichtig, damit die Villager jederzeit hochkommen können, damit ich mit ihnen traden kann, aber auch wieder runter, damit sie zombifiziert werden können. Das Problem ist halt, dass diese Schalter vorerst im Weg sind, weil ich ja noch die ganzen Villager reinbringen muss. Also fehlen noch die ganzen Rails. Und mittlerweile sieht das Ganze so aus, aber damit die Villager mit den Minecarts hier reinfahren, danach aber nicht mehr rausgehen können, fehlen jetzt noch Leaves. Und die muss ich natürlich erstmal fahren. Und kann sie jetzt endlich platzieren. Also es ist jetzt an der Zeit, die Villager ranzuholen. Und das sind auf jeden Fall so einige. Ich kann die noch nicht mal zählen. Aber ich bin hierher gekommen, um einen Gang zu der Trading Hall zu graben. Also kann ich jetzt die Rails platzieren. Und muss das Ganze nur noch umleiten. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Alles klar, der Villager fährt. Und der ist hier unten gelandet. Und ist endlich reingefahren. Geil, Mann. Also kann ich jetzt den Schalter platzieren. Und diese Rail dann abbauen. Und das Ganze hier weiter verbinden. Also darf ich wieder zurückrennen. Einen Villager rausholen. Und alles wiederholen, bis die ganze Trading Hall voll ist. Also kann ich jetzt alle Rails abbauen, die Arbeitsblöcke platzieren, die Blätter kaputt machen und die Schienen für die andere Seite legen. Aber es sind leider keine Villager mehr übrig. Also gebe ich den Villagern zur Sicherheit noch ein bisschen mehr zu essen. Und weil sie direkt wieder anfangen mit Herzpartikeln um sich zu schmeißen und sogar auch noch Kinder produzieren, bedeutet das, dass das wirklich das war, was das, das ist das, was die Villager gebraucht haben, um noch mehr Kinder zu produzieren. Aber mein Job ist damit getan und das heißt, ich kann wieder weitermachen. Und wie ihr seht, funktioniert dieses System genauso, wie es funktionieren soll. Das heißt, ich kann mich jetzt hinter die Villager graben, die Trapdoors platzieren und das gleiche da darf ich jetzt auch noch hinten machen. Aber weil es noch nicht Nacht ist, kann ich gar keinen Zombie ranholen. Und das heißt, ich werde stattdessen, bevor ich überhaupt die Minecarts abbaue, jedes Mal die Komposter abbauen und wieder hinbauen, bis ich die richtigen Trades habe. Und ich will, dass alle Villager sowohl Kartoffeln als auch Karotten bauen. Das heißt, ich trade auch direkt mit denen, damit das Ganze gespeichert bleibt. Und jetzt, wo sichergestellt ist, dass die... Okay, das hätte nicht passieren sollen. Gut, dass er wieder in einem Minecart ist, aber das bedeutet, ich muss vorher noch Blöcke platzieren, damit die nicht rauspoppen, wenn ich die Minecarts zerstöre. Und wenn ich jetzt wieder den Lever, den Arbeitsblock, aber auch hier Blöcke drumherum platziere und den Villager sogar von vorne einbaue und dann erst das Minecart zerstöre, dann poppt er hier hinten raus. Ich krieg die Krise. Okay, es wird immer schlimmer. Der Villager ist gerade eben durch die Trapdoor dort hinten hingegangen. Das heißt, die Gänge hätte ich erst als letztes machen müssen. Also muss ich den ersten und sogar den zweiten Gang einfach zubauen. Und wenn ich jetzt das Minecart zerstöre, dann klappt alles. Und das heißt, ich kann sie wieder alle freibauen. Den Gang wieder aufbauen und natürlich die Trapdoors wieder platzieren. Die haben auch endlich alle wieder ihre Profession gewechselt. Das Problem ist jetzt leider nur, dass ich Trapdoors platzieren muss, weil sie sonst alle freilaufen werden. Das hier sind ja keine Villager in Freilandhaltung, sondern in, keine Ahnung, eingesperrt. Und da ist auch endlich wieder ein perfekter Villager. Und ein Villager ist ganz speziell, denn dieser hier wird zwar Karotten kaufen, aber auch Brot verkaufen. Perfekt, perfekt, perfekt. Und damit bin ich mit den Farmern fertig. Also ersetze ich das Ganze mit Trapdoors, weil das einfach besser aussieht. Und wie sieht es mittlerweile mit den restlichen Villagern aus? Ja, es werden auf jeden Fall mehr. Aber weil das immer noch nicht genug Villager sind, kann ich mich einfach mal um den Zombie kümmern. Das heißt, ich markiere mir die Koordinate, wo ich den Zombie runterlassen werde, taste mich jetzt von oben ran und das hier ist die richtige Koordinate. Also baue ich hier so eine Art Gang hin und platziere eine Trapdoor, damit der Zombie runterfällt, wenn er drüber läuft. Aber hier ist dann einfach ein See, das passt nicht unbedingt. Also muss ich das Ganze erstmal zubauen und mich weiter runtergraben. Weshalb ich hier bei den Villagern gelandet bin, was überhaupt nicht gut ist. Oh mein Gott, ich habe mich bei der Koordinate einfach um einen Block verzählt. Das ist gerade nochmal gut gelaufen. Aber das ändert nichts an der ganzen Sache, weil ich hier einfach Wasser und hier ein Schild platzieren werde. Am Ende muss ich nur noch den Gang zubauen, damit der Zombie nicht mehr freikommt und auf einen Zombie mit Ausrüstung warten. Wie zum Beispiel den dort vorne mit einer Schaufel. Mit der Hoffnung, dass der Zombie durch diese Contraption durchfällt und unten ankommt. Und da unten hört man schon den Zombie. Damit habe ich jetzt alles vorbereitet, um die Villager zu zombifizieren, aber das machen wir noch nicht in dieser Folge. Denn wir müssen uns auf die OP-Rüstung konzentrieren. Und mittlerweile haben sich auch schon wieder so einige Villager angesammelt. Das heißt, ich kann sie wieder rausholen, den Lever platzieren und einen Villager nach dem anderen reinholen. Und das hier war der letzte Villager. Also kann ich die ganzen Blätter und die ganzen Rails abbauen. Dann die Gänge wieder zubauen, die Lecterns platzieren und aufs Beste hoffen. Und damit sind alle Villager freigelassen. Und gleich kann ich anfangen, die perfekten Enchantments von den Librarians zu bekommen. Das Problem ist nur, ich weiß gar nicht, was für Enchantments ich brauche. Und wenn ich mir einfach mal meine Rüstung anschaue, brauche ich auf jeden Fall Unbreaking 3, Respiration 3 und Mending. Eine zweite Chestplate ohne Thorns, weil das nur nervt, wenn ich zum Beispiel den Zombie hier irgendwie transportieren muss, der mich angreift. Swift Sneak auf meiner Hose, was mich nicht stärker macht, weshalb ich es nicht in dieser Folge ranhole. Und meine Schuhe sind schon perfekt. Auf meinen Spitzhacken und meiner Axt fehlt rein theoretisch noch Efficiency 5 und vor allem Unbreaking 3 auf meiner Axt, aber auch Mending auf allen Tools. Und das hier ist das einzige Schwert mit Looting 3, was ich habe. Und das hier ist das Schwert, was ich normalerweise benutze, was Knockback 2 hat, was extremst nervig ist. Außerdem hat das nicht Sharpness 5 und kein Mending. Also weiß ich mittlerweile, welche Enchantments ich brauche und kann nach ihnen suchen. Oh mein Gott, ein 16 Emerald Mending Buch. Oh mein Gott, das wird sich aber auch mal direkt gegönnt, Alter. Und ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal Mending. Also her damit.
Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich aber schon längst vorgesorgt habe. Denn bei den ganzen Rüstungsteilen, die ich in den Endseeds in der ersten Folge gefarmt habe, habe ich mir die besten davon ausgesucht und zum Beispiel eine Protection 4 Unbreaking 3 Diamond Chestplate herbekommen. Das heißt, ich muss nur noch Mending draufpacken und habe einfach jetzt schon die Chestplate. Weshalb ich diese Chestplate fürs Erste wegschmeißen kann. Wir haben allerdings gerade mehrere Probleme. Ich habe keine Level und keine Bücher mehr. Also muss ich zum Stronghold. Denn hier gibt es eine Bibliothek mit mehr als genug Büchern. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass ich die Bookshelves mit einer Silk-Touch-Axt abbaue. Also muss mal wieder eine Gold-Axt her. Und ich hoffe, 1,5-6 Bücher werden ausreichen, also kann ich mich auf den Weg ins End machen. Wo ich nicht nur endlich nach zig Jahren meine Elytra, oh mein Gott, das ist so satisfying. Ich werde jetzt einfach alles mit Mending reparieren. Und jetzt, wo alles Mögliche repariert ist, brauche ich auf jeden Fall noch mehr XP, um die ganzen Bücher auf die ganzen Tools zu machen. Und da ist mir gerade einfach noch eine weitere Sache aufgefallen. Denn ich habe schon vorher beim Enchanten ein paar Bücher für mich vorbereitet, wie zum Beispiel Respiration 3 oder Unbreaking, Sweeping Edge und Fire Aspect. Das heißt, damit packe ich jetzt erstmal Respiration 3 auf meinen Helm. Als nächstes kommt Unbreaking 3 auf meine Axt. Und für das perfekte Schwert brauche ich noch einmal Sharpness 4. Also erstmal wieder XP sammeln. Nice, da haben wir einfach Efficiency 4. Nochmal Unbreaking 3. Das ist nämlich genau das, was ich gebraucht habe, um den perfekten Helm zu haben. Ausgenommen Netherite natürlich. Aber die Spitzhacke ist damit auch perfekt. Eingenommen Netherite natürlich. Und ich habe endlich alle Items zusammenbekommen für das perfekte Schwert. Denn wir haben hier ein ziemlich gutes Schwert und hier eins mit Fire Aspect. Das kombinieren wir zusammen, weshalb wir Sharpness 4 haben. Als nächstes nehmen wir dieses Sharpness 3 und dieses Sharpness 3 Buch, kombinieren das Ganze und haben jetzt das perfekte Schwert. Abgesehen von Mending, Looting 3 und Netherite natürlich. Und damit haben wir wirklich jedes perfekte Rüstungsteil. Jedes perfekte Tool und Unbreaking 3 und Mending auf meiner Elytra. Damit werde ich also nie wieder enchanten müssen. Abgesehen davon, dass ich noch kein Mending auf meiner Hoe und kein Trident habe. Also muss ich noch mal kurz zur Trading Hall, wo ich mir noch ein letztes Mending-Buch besorge, das ich auf meine heißgeliebte Netherite-Hoe mache. Und mit meinen letzten Emeralds level ich noch schnell einen Farmer hoch, damit er mir goldene Karotten verkauft. Also muss ich ab heute nicht mehr auf normalen Karotten, sondern auf goldenen Karotten mampfen. Und für die wirklich, wirklich, wirklich perfekte Rüstung brauche ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Netherite-Ingots. Und dafür muss ich in den Nether, wo ich mich erstmal runtergraben muss und hier wieder nach Netherite suchen werde. Und da ist mein erstes Netherite. Zusammen mit den zwei anderen Netherite-Scrap und dem Ingot fehlen also nur noch 20 Ancient Debris. Also weiter geht's. Nice. Das zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Und das achte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte, dreizehnte, vierzehnte und hoffentlich das letzte Mal Ancient Debris. Ja, oh mein Gott, damit haben wir alles zusammen. Ich zeige euch gleich einfach mal, wie viel Netherrack insgesamt bei rumgekommen ist. Insgesamt sind es nämlich 1, 2, 3, 4, 1,5 Doppelkisten Netherrack, was insgesamt knapp 15.000 Netherrack sind. Aber jetzt muss ich erstmal das ganze Netherrack durchschmelzen. Oh mein Gott, zum Glück ist dieser Pigment erst am Ende zu mir gekommen, sonst wäre ich einfach gestorben. Aber bevor ich jetzt weitermache, esse ich erstmal was. Und jetzt ist es endlich Zeit dafür. Zeit für einen Netherite-Helm, eine Netherite-Chestplate, eine Netherite-Hose, Netherite-Schuhe, ein Netherite-Schwert, eine Netherite-Schaufel und eine Netherite-Axt. Alles klar, her damit. Ich kann mich echt gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal Full Netherite-Rüstung getragen habe. Ey, der hat mir einfach Netherite geklaut. Es sieht auf jeden Fall so nice aus, oh mein Gott. Aber wer weiß, vielleicht liegt das ja auch an mir. Und das heißt aber, dass wir jetzt endlich mit der perfekten Ausrüstung ein Raid starten können. Und dafür muss ich zuerst zu einem Pillager Outpost, wo ich so lange Pillager abklopfen werde, bis mir einer mit einem Banner entgegenkommt. Und oh mein Gott, es ist so satisfying, sie mit zwei Schlägen töten zu können. Ihr müsst euch vorstellen, in der allerersten Season Minecraft Hardcore hatte ich ein Smite Netherite Schwert und musste damit mehrere Raids besiegen. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es ein absoluter Krampf war, aber schaut euch die Videos am besten selbst an. Außerdem weiß ich immer noch nicht genau, was die Allies machen, aber ich kann die ja einfach mal freilassen und naja, mal schauen, was passiert. Ich glaube, man kann denen irgendwie so ein Item geben, genau, und dann suchen die, glaube ich, in der Nähe nach dem gleichen Item und bringen dir das dann. Aber auch nur, wenn das auf dem Boden rumgammelt. Jetzt gibt er mir den Pfeil aber nicht mehr zurück, oder was? Hä? Da wurde ich einfach glatt gescampt. Okay, also wenn ich kein Schild in der Hand habe, kann ich das Item wieder zurückkriegen, aber Allies sind schon ziemlich useless, oder? Wofür sind die jetzt gut? Oh mein Gott, endlich ist da ein Captain. Ich nehme einfach schon seit einer halben Stunde auf. Also muss ich jetzt nur noch die perfekte Stelle für den Raid finden und ich glaube, ich weiß ganz genau, wo er stattfinden wird. Und damit beginnt auch schon der Raid und ich glaube, es wäre echt ganz gut, wenn ich einfach mal diese Stelle hier geschwind zubauen würde. Und dann muss ich ja noch diesen Gang, aber auch diesen Gang hier zubauen. Und als letztes baller ich mir auch noch Resistance 2 rein. Mal schauen, wie viel Damage ich bekomme. Ein halbes Herz von einem Vindicator. Meine Güte, das ist ja einfach gar nichts. Let's go. Ihr werdet alle einfach komplett weggeboxt. Aber mal schauen, wie viel Damage ein Ravager machen wird. Oh nein, ein halbes Herz Schaden. Wie kann ich das nur überleben? Ah, schade, Mann. Alter, ich fühle mich gerade einfach komplett, als würde ich im God-Mode sein, ne? Ich finde das gerade echt geil. Und die gammeln einfach schon wieder alle auf der Insel da hinten rum. Ja, geil, Mann. Dann werden die einfach mal alle abgeschossen.
Ja, das war einfacher als gedacht, ne? Und hier vorne haben wir jetzt auch schon einen, keine Ahnung wie der heißt, er ist jedenfalls tot. Oh mein Gott, ich kriege einfach teilweise null Damage von denen. Ich habe auch vergessen, wie die heißen. Und damit habe ich jetzt endlich mein erstes Totem, weshalb ich umso unsterblicher bin. Wenn ich einfach Thorns 3 auf jedem Rüstungsteil hätte, dann könnte ich diesen Raid einfach AFK besiegen. Und da ist sie, die letzte Wave. Und der Vindicator, der gönnt sich auch irgendwie, ne? Geil, Mann, damit ist dieser Raid beendet. Also schau dir doch einfach das nächste Video an. Ach ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gönne mir jetzt einen Schluck Wasser.